Diesel. Ich will gar keinen Fenster. Aber ey, ich wurde dich beleidigt, warum? Was? Die habe ich nicht beleidigt. Komm, ich gesagt. Danke dir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pressevertreter, liebe Sponsoren, oben bei uns im Business Club ein recht herzliches Hallo zur Pressekonferenz nach dem Aufsteigerduell in der dritten Liga zwischen dem FSV Zwickau und den Sportfreunden Lotte. Wir haben gesehen ein 1:1 zwischen den beiden vor 4.840 Zuschauern hier im Stadion Zwickau und wollen dann mal sofort hören, wer von den beiden Trainern mit der Punkteteilung am Ende mehr leben kann. Das erste Wort hat wie gewohnt der Gästetrainer, das ist in dem Fall Ismail Adalan. An? Ja. Okay. Ja, schönen guten Tag erstmal. Recht herzlichen Dank für den Empfang hier eigentlich, wo wir mit dem Bus angekommen sind, dass wir sehr gut empfangen worden sind. Dafür bedanke ich mich im Namen der Mannschaft. Zum Spiel ist eigentlich, ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das hat jeder gesehen heute. Wir haben in der ersten Halbzeit, hatten wir keinen Zugriff aufs Spiel gehabt. Wir haben zwar immer wieder sie unter Druck gesetzt, Zwickau, aber die waren ganz gut darauf vorbereitet, haben ihre zweiten Bälle immer gewonnen gegen uns. Wir hatten die immer wieder verloren und haben vor allem, was wir nicht haben wollten, wir wollten die Standards vermeiden, weil die Jungs schlagen die richtig gut bei Zwickau. Oder sind wirklich immer brandgefährlich. Da können wir froh sein, dass manchmal die Zwickau-Jungs nicht den Kopf hinhalten. Sonst hätten wir noch mehr Tore kassiert. Und zwei, drei Konter, die sie hatten, die sie nicht zu Ende gespielt haben. Ja, kommen wir in der zweiten Halbzeit, haben wir ein, zwei Sachen umgestellt. Wir mussten kommen, wir haben eine Kabine, hat ist ein bisschen lauter geworden, sehr wahrscheinlich. Und dann haben wir auch unser Spiel durchgezogen. Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass wir wirklich sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, wenn Zwickau ihre Konter besser ausnutzt, das ist dann 2-0, dann wird es extrem schwierig. Es gehört natürlich auch dazu, aber nichtsdestotrotz haben wir ein richtig gutes Spiel abgeliefert, hatten drei, vier Riesenchancen gehabt, ja, wo der Brinkis wirklich überragend hält, muss man ein Kompliment auch mal aussprechen. Sonst, wenn wir früher das 1-1 machen, glaube ich schon, dass Zwickau Probleme kriegen wird und wir vielleicht eher das 2-1 machen vom Kopf her. Ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, ist das ein verdientes Unentschieden, weil die erste Halbzeit einfach an Zwickau geht und die zweite Halbzeit an uns, dann ist das ja 1+1 ist ja 2. Von daher, verdient Unterschied. Ich wünsche Ziege, dem Lehrling, der normalerweise immer hinter mir sitzt, im Lehrgang, meinen Hinterkopf sehr gut kennt, alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass wir, ich glaube, heute sind die 23 Teilnehmer am glücklichsten von uns allen, weil jetzt gibt es keinen Stress, das kann ich in keinen Spruch reinbürgen und er kann es auch nicht. Von daher, alles gut, viel, viel Erfolg. Danke. Vielen Dank, soweit die Einschätzung aus Sicht unserer Gäste. Dann geht es von einem Schüler zum nächsten Schüler. Thorsten, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Isi hat schon vieles richtig gesagt. Ich glaube, dass es für uns jetzt so unmittelbar nach dem Spiel schon enttäuschend ist, dass das Spiel 1:1 ausgegangen ist, aber nur aufgrund dessen, dass das Tor kurz vor Schluss gefallen ist. Ich glaube auch, dass es ein gerechtes Unentschieden ist, dass Lotte, und das wussten wir, eine fußballerisch sehr starke Mannschaft hat, die man möglichst immer sehr, sehr weit vom eigenen Tor weghalten muss. Ansonsten haben sie eben durch ihre flinken, wendigen Spieler in der Offensive immer wieder die Möglichkeit, dort gegen die Abwehr durchzukommen, zu Torchancen zu kommen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht, haben dort keine Torchance zugelassen, in der zweiten Halbzeit eben weniger gut. Und da ging es dann für uns nur noch darum, dieses Ergebnis zu verteidigen. Das ist das Normalste auf der Welt, dass wenn der Gegner mehr nach vorne wirft, dann hinten raus alles nach vorne wirft, dass man sich selbst so ein Stück weit auch hinten einigelt in dem Willen, das Ergebnis zu verteidigen, das Ergebnis zu behalten und dann viele Sachen um den Strafraum rum passieren. Und insgesamt können wir sicher mit einer Nacht drüber schlafen, mit dem Punkt leben, weil Lotte nicht von ungefähr auf diesem Tabellenplatz steht. Und das für uns ein Ergebnis ist, ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dann ist es mal ein Pünktchen wie ein Eichhörnchen und nicht drei. Aber wir haben ein gutes Gefühl weiterhin, weil wir als Team arbeiten, weil wir gemeinsam uns die Möglichkeit eben immer offen halten oder immer in eine Situation bringen, Spiele zu gewinnen. Und so werden wir es auch in der nahen Zukunft dann weiterhin versuchen, dass wir eben unserem Weg weiterhin treu bleiben, und da bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Nochmal für heute, werden mit einem Sieg den unmittelbaren Anschluss ans untere Mittelfeld schaffen können.
Unser Plan wird es sein, das bis zur Winterpause eben zu schaffen, dass wir dort Kontakt zum unteren Mittelfeld haben. Und dafür müssen wir eben dranbleiben. Und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, diese individuellen Fehler, die wir jetzt in den letzten Spielen eben weniger gemacht haben. Heute hatten wir einen wieder dabei. Und der Gegner schlägt zu. Das ist eben auch eine Qualität von der Mannschaft. Und die sollten wir vermeiden. Aber nochmal, wir sind jetzt in dem Moment traurig, weil es kurz nach dem Spiel ist. Aber mit einmal drüber schlafen können wir damit leben. Und wie Sie jetzt gesagt, wir brauchen uns nicht die Augen auskratzen. Danke. Ja, auch dir vielen Dank für deine Einschätzung. Gibt es Fragen an die beiden? Gut, dann ziehen wir es wieder nicht unnötig in die Länge. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise. Ihnen allen ein schönes restliches Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss, danke.